Die Schulen sind wieder geschlossen, Homeschooling ist wieder angesagt. Sie als Mutter, wie ist die Situation gerade für Sie? Ja, die Situation ist sehr anstrengend, sehr angespannt. Gerade jetzt für meine Tochter, weil die ist in der ersten Klasse, die hatte gerade mal 4, 5 Wochen Eingewöhnung. Jetzt wird sie komplett rausgerissen aus diesem Schulalltag. Und zu Hause ist es alles ein bisschen schwieriger umzusetzen mit den ganzen Aufgaben und der Konzentration von dem Kind. Und das macht es sehr anstrengend. Wie organisieren Sie jetzt den Alltag? Also ich weiß ja nicht, ob Sie berufstätig sind, aber man kommt da ja auch in ein akutes Betreuungsproblem und das quasi über Nacht. Das stimmt, das ist immer die große Kunst. Wir haben das letzte Woche mit dem Splitting auch erst 2 Tage vorher erfahren. Ich persönlich habe nur das Glück, dass ich im Homeoffice bin, schon länger und auch nicht Vollzeit arbeite. Trotzdem muss ich beides miteinander verbinden und Homeoffice und Kind ist eigentlich nicht miteinander umsetzbar, weil du ständig gestört wirst und nicht in Ruhe arbeiten kannst. Wie bewerten Sie die ganze Situation, also auch diesen Lockdown jetzt hier in diesem Landkreis? War das jetzt wirklich notwendig, dass man jetzt auch gleich die Schulen hier schließen musste, oder wie sehen Sie das? Ja, es ist immer traurig, dass es immer direkt erstmal die Kinder betrifft. Es hat ja schon letzte Woche angefangen, dass der Unterricht gesplittet wurde. Es wird immer auf die Kinder gegangen. Das finde ich ganz arg, muss ich sagen. Da gab es auch teilweise Widersprüche. Ich durfte in die Gastronomie gehen mit 5 Leuten, aber die Kinder durften nicht in die Schule. Das verstehe ich nicht. Dieser Lockdown, ja. Die Zahlen sind explodiert, definitiv. Man weiß nicht genau, woher das kommt. Das macht mir schon auch Angst. Wirtschaftlich gesehen ist es natürlich völlig katastrophal. Aber anscheinend, um die Zahlen wirklich runterzukriegen schnell, ist das anscheinend wirklich notwendig. Ich frage dich jetzt auch mal ganz kurz, wie ist denn das für dich jetzt, dass du jetzt deine Hausaufgaben quasi alle zu Hause machen musst und nicht mehr in die Schule gehst? Findest du das gut oder wie findest du das? Finde es ein bisschen gut, aber ein bisschen schlecht. Und warum? Weil ich vermisse meine Lehrerin dann und weil die Schule geschlossen hat, dann vermisse ich meine Lehrerin und ich darf nicht mehr ins Ballett jetzt und darum halt für mich ein bisschen schlecht. Okay, also bei dir so ein bisschen geteilte Meinung. Man vermisst die Lehrerin. Das hört man sicherlich auch, vor allem noch in der ersten Klasse. Und der Ballettunterricht findet nicht statt. Dankeschön. Danke auch.